Vielen Dank, Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Seit 1,5 Jahren führt Russland diesen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Menschen sterben. Seit 559 Tagen kämpfen die Ukrainerinnen und Ukrainer mutig für ihr Land und eben auch für unsere Freiheit. Wir sehen erste auch militärische Erfolge, glücklicherweise. Der Durchbruch der russischen Verteidigungslinie ist einer solcher. Die Gegenoffensive der Ukraine war an dieser Stelle erfolgreich, auch dank der militärischen Unterstützung des Westens. Und wir aus Deutschland mit unserem militärischen Material, wir helfen, Menschenleben zu retten. Denken Sie beispielsweise an das System Iris-T und andere. Das ist das, was jetzt zu tun ist. Und ich bin dankbar, dass die breite Mehrheit in Deutschland genau hinter dieser Politik steht. Das muss man an einem solchen Tag sagen, liebe Kollegen. Ich will Herrn Merz aber dennoch direkt in dem Zusammenhang natürlich auf die Haushaltspolitik zu sprechen kommen, die Sie hier zu Recht eben auch erwähnt haben. Und ich will mit einem Punkt jetzt aufräumen, weil in mehreren Debatten haben Sie das hier eingeführt und es entspricht schlicht nicht den Tatsachen. Wenn wir in dieser Bundesregierung das 2-Prozent-Ziel der NATO sofort nach Regierungsübernahme und nach Ausbruch dieses fürchterlichen Krieges im Kernhaus hätten darstellen können, dann hätte es eines Sondervermögens für die Bundeswehr ja gar nicht gebraucht. Dieses Sondervermögen, was wir dankenswerterweise mit einer Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag beschlossen haben, gewährleistet in den kommenden Jahren das 2-Prozent-Ziel. Und der Bundeskanzler hat auch über den Anschluss danach gesprochen. Das ist die Einigkeit, Herr Merz. Alles andere im Haushaltstitel von Herrn Pistorius jetzt rumzusuchen, macht keinen Sinn, war nicht verabredet. Ich will an dieser Stelle einfach mal haushalterisch damit aufräumen, damit alle Klarheit haben an dieser Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen. Alles andere ist nicht richtig, Herr Merz. Es muss ausgesprochen werden. Es ist gleichwohl natürlich nach wie vor eine herausfordernde Zeit. Nach vielen auch krisenbedingten Haushalten, insbesondere während der Corona-Pandemie. Seit 2020 in Ihrer Regierungsverantwortung hat der Bund einen ganzen Haushalt an zusätzlichen Schulden gemacht. Müssen wir aus diesem Krisenmodus herauskommen? Wir müssen nach vorne schauen. Wir müssen zur finanzpolitischen Normalität zurückkehren. Und übrigens deshalb, kaum erwähnt bisher, es ist eine gute Entscheidung des Finanzministers, von den vielen Sondervermögen, die wir übrigens von Ihnen geerbt haben, jetzt mit diesem Bundeshaushalt ganz konkret 3 Sondervermögen auch mal wieder abzuschaffen. Ja, das Sondervermögen für die Bundeswehr war notwendig zu unserer Regierung. Aber wir konzentrieren uns auf den Kernhaushalt des Bundes und halten die Schuldenbremse zum zweiten Mal ein, ohne Steuererhöhungsvorschläge der Union, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch das ist eine gute Botschaft. Und wir setzen Schwerpunkte mit diesem Haushalt, liebe Kollegen. Die Investitionsquote dieser Bundesregierung im Bundeshaushalt steigt auf 12,2% im Vergleich zum Vorkrisenniveau, also dem letzten normalen Bundeshaushalt der Großen Koalition, wo die Investitionsquote noch 10,9% betragen hat. Das geht in die richtige Richtung. Wir setzen sehr klar Prioritäten, beispielsweise beim Wachstumschancengesetz des Finanzministers. Ich komme gleich in Bezug auf die Union noch einmal darauf zu sprechen. Und drittens, wir entlasten die Wirtschaft und sorgen für Impulse, insbesondere um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken, und verzichten auf Steuererhöhungen. Liebe Kollegen, ich will auf genau diesen Wirtschaftsstandort zu sprechen kommen, weil die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes in den letzten Monaten richtigerweise Thema war. Ja, und wir stehen da vor großen Herausforderungen. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, war es richtig, nachdem 1,5 Jahrzehnte faktisch keine echte Wirtschaftsreformpolitik in Deutschland stattgefunden hat. Das muss man einmal aussprechen, glaube ich. Deswegen war es richtig, dass das Bundeskabinett auf Schloss Meseberg das Wachstumschancengesetz des Finanzministers beschlossen hat, immerhin mit einem Entlastungsvolumen von jährlich 7 Milliarden €. Deswegen war es richtig, dass das Bundeskabinett in die Zukunft schaut und das Zukunftsfinanzierungsgesetz beschlossen hat, wo es um Start-ups geht, wo es darum geht, dass Mitarbeiterkapitalbeteiligung auch endlich im Gesetz steht. Und deswegen war es richtig, dass wir zurzeit im Deutschen Bundestag über Planungsbeschleunigung sprechen. Auch das viele Jahrzehnte besprochen. Und deswegen war es richtig, dass der Bundesjustizminister einen großen Vorschlag für ein großes Bürokratieentlastungspaket dieser Bundesregierung gemacht hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir würden mit diesem Paket auf ein Allzeitminimum, was die Bürokratiekosten des Bundes betrifft, kommen. Das sollten wir tun. Wir sollten endlich ernst machen. Und der Bundeskanzler hat einen Pakt angekündigt,
angekündigt. Der Bundestag hat die Möglichkeit, diesen Pakt mit dem Bürokratieentlastungsgesetz von Marco Buschmann bereits einzulösen. Das ist die richtige Botschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will deshalb bei dem Thema bleiben. War ja richtig, in der Sommerpause, viele haben Unternehmen besucht, und der Mittelständler um die Ecke sagt genau das. Es sind die Bürokratiekosten. Fachkräftemangel, Energiekosten, ich komme darauf später noch. Aber es sind die Bürokratiekosten, die ein Problem da sind. Und jetzt müssen wir über Deutschland hinausschauen. 57% der Bürokratiekosten der Unternehmen in Deutschland, ich sage es in der Deutlichkeit, die kommen aus Brüssel. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, da nehme ich Sie in die Pflicht. Wir werden in Deutschland alles tun, um die deutsche Wirtschaft bei der Bürokratie zu entlasten. Aber ich erwarte geradezu, dass Ursula von der Leyen am kommenden Mittwoch bei ihrer Rede zur Lage der Union, der Europäischen Union, genau dieses Thema anspricht und in diesen Pakt, den der Bundeskanzler angekündigt hat, wo wir mit Frankreich im Dialog sein werden, genau in diesen Pakt einsteigt. Es wird für die deutsche Wirtschaft im Herzen Europas nur funktionieren, wenn wir unseren Job machen. Das haben wir zugesagt. Aber ich erwarte von der Kommissionspräsidentin, dass sie auch endlich beim Bürokratieabbau ihren Job macht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Diese Erwartung müssen wir haben in Deutschland. Aber natürlich müssen wir bei der Wettbewerbsfähigkeit darüber hinausdenken. Ich sagte es vorhin schon, bei den Stromkosten. Es gibt höchst unterschiedliche Konzepte. Ich bin, sagen wir, ein bisschen überrascht in den letzten Tagen gewesen, dass trotzdem Herr Merz ja als Parteivorsitzender der Union gesagt hat, dass die Grünen der Hauptgegner seien, jetzt politisch an der Stelle jedenfalls, liebe Kollegen der Grünen, beim Thema Industriestrompreis man inhaltlich als Fraktionsvorsitzender Friedrich Merz sich auf Sie zubewegt. Gut, dass die FDP dazwischen sitzt, will ich an dieser Stelle sagen. Aber das nur nebenbei. Ich glaube nicht, dass eine neue Subvention beim Preis das Richtige ist, sondern wir müssen bei den Abgaben runter. Deswegen, glaube ich, müssen wir über die Stromsteuersenkung sprechen. Wir könnten sie auf das europäische Minimum reduzieren. Wir müssen auch über den Spitzenausgleich sprechen, der natürlich eine Herausforderung ist, wenn er ausläuft, insbesondere für energieintensive Unternehmen in Deutschland. Und wir müssen in dem Zusammenhang, liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich darüber sprechen, wie wir insgesamt bei der Energiepolitik das, was wir als Technologieoffenheit markiert haben in einigen Gesetzen, bereits auch in Zukunft fortleben werden. Wir haben über das Heizungsgesetz gesprochen, wir haben Entscheidungen getroffen, insbesondere zum Verbrennungsmotor und vieles mehr. Ich habe gehört, dass die Bundesaußenministerin im Rahmen der Botschafterkonferenz auch über Rohstoffpartnerschaften gesprochen hat. Und ich unterstreiche das ausdrücklich. 70% der Primärenergie der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt, der Exportnation Deutschland, 70% importieren wir. Und ich wage die Prognose, das wird in Zukunft auch so sein. Wir sind darauf angewiesen, diese Partnerschaften zu haben, beispielsweise bei synthetischen Kraftstoffen. Und deswegen ist es richtig, dass der Bundesverkehrsminister auf der IAA einen Schwerpunkt bei E-Fuels gesetzt hat, liebe Kollegen. Auch das gewährleistet unsere energiepolitische Sicherheit in der Zukunft. Und das ist doch zentral für eine solche Schlüsselindustrie. Also, es geht um die Erhaltung des Wohlstands, um Schlüsselindustrien wie beispielsweise die Automobilindustrie. Wir wollen in Richtung Klimaneutralität, aber wir wollen eben das insbesondere durch Technologieoffenheit gewährleisten. Wir treffen die Entscheidung beispielsweise zu synthetischen Kraftstoffen in der Bundesregierung, Kraftstoffe, die zu Zeiten der Unionsregierung verboten waren. Aber ich erwarte auch dort, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, Ihre Unterstützung in Bezug auf das, was Frau von der Leyen in der Europäischen Kommission tut. Wir werden synthetische Kraftstoffe in Reinform an öffentlichen Tankstellen in Deutschland zulassen. Wir werden also dafür sorgen, dass das möglich ist. Wir werden Rohstoffpartnerschaften abschließen. Aber wir können es nicht dulden und wir wollen es nicht zulassen, dass nach wie vor einige in der Kommission, auch die Kommissionspräsidentin, das Ziel hat, den Verbrennungsmotor zu verbieten. Das wäre das falsche Signal. Wir brauchen alle Technologien, insbesondere um Klimaneutralität zu erreichen. Und da erwarte ich Ihre Unterstützung, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU/CSU. Also, an der Stelle hat auch, da will ich drüber hinausgehen, an der Stelle hat der Bundesfinanzminister eine ganz wichtige Ankündigung gemacht. Er hat gesagt,
Klimaneutralität und Technologieoffenheit, das muss sich auch im Steuerrecht widerspiegeln. Wir haben das in der Koalition bereits politisch beschlossen, und wir werden jetzt dazu in die Gesetzgebung gehen, nämlich dass wir unabhängig davon, wo der Kraftstoff herkommt, ausschließlich darauf achten, dass er klimaneutral ist. Und deswegen ist es vollkommen richtig, die Elektromobilität, die genauso einen Platz hat wie andere Technologien, die Elektromobilität genauso zu behandeln, wie wir in Zukunft beispielsweise den Antrieb mit synthetischen Kraftstoffen steuerlich behandeln werden, bei der Kfz-Steuer und so weiter und so fort. Das ist das, was wir in Deutschland für Technologieoffenheit tun können, insbesondere auch im Sinne einer Energiepolitik, die diesen Standort stärkt. Diese Dinge gehören zusammen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will in dem Punkt auf etwas Zweites zu sprechen kommen. Natürlich geht es auch um die Frage, wie wir unseren Wirtschaftsstandort neben den Rahmenbedingungen, neben den steuerlichen, den ordnungspolitischen Rahmenbedingungen auch stärken, was den Arbeitsmarkt betrifft. Es ist vollkommen richtig, dass ein Sozialstaat selbstverständlich die Schwachen und die Ärmeren, die es schwieriger, gerade am Beginn ihres Lebens, im Blick hat. Und deswegen werden wir die Kindergrundsicherung auf den Weg bringen, mit dem klaren Fokus, dass familienpolitische Leistungen einfacher zugänglich werden. Richtig ist gleichzeitig, dass die Erwerbstätigkeit der Eltern die zentrale Herausforderung ist, um Kinderarmut zu bekämpfen. Und an dieser Stelle werden wir einiges tun. Und ich bin dankbar, dass auch der Bundesarbeitsminister beispielsweise gesagt hat, dass wir natürlich in dem Zusammenhang im März über das Thema Arbeitsanreize sprechen werden. Aber ich will nicht unerwähnt lassen, was diese Regierungskoalition bereits durch den Deutschen Bundestag gebracht hat. Denn es ist ja richtig, es muss sich lohnen, ranzuklotzen. Es muss sich beispielsweise für einen jungen Menschen lohnen, eine Ausbildung anzufangen. Und richtig ist doch, Herr Merz, dass zu Ihrer Regierungszeit ein junger Mensch, der aus einer Familie kommt, die es schwer hat, weil sie beispielsweise im Leistungsbezug von damals Hartz IV war, ein junger Mensch, der eine Ausbildung gestartet hat, durfte von seiner Ausbildungsvergütung gerade mal 300 Euro behalten. Diese Regierungskoalition hat es zu Recht entschieden, dass es sich endlich lohnt, eine Ausbildung anzufangen. Dieser junge Mensch kann jetzt 700 Euro behalten. Das ist soziale Gerechtigkeit in Verbindung mit Arbeitsanreizen. Und deswegen verstehe ich nicht, warum Sie dort gegen Arbeitsanreize so polemisieren als Union. Und ich will einen zweiten Punkt ansprechen. Das betrifft die Bildungschancen junger Menschen. Es ist doch vollkommen richtig, dass gerade junge Menschen, die schwerer im Leben haben, am Start ihres Lebens die besten Ausgangsbedingungen brauchen. Und deswegen ist das Startchancenprogramm der Bundesforschungs- und Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger so richtig. In Nordrhein-Westfalen, übrigens einer Koalition zwischen Union und FDP, haben wir das mit den Talentschulen sehr erfolgreich umgesetzt. Wir sollten das bundesweit machen. Wir sollten bundesweit mit diesem Startchancenprogramm endlich durchstarten. Und da ist meine herzliche Bitte im Sinne der Zusammenarbeit, die der Bundeskanzler in seiner Rede markiert hat, da ist meine herzliche Bitte, dass Sie auch auf Ihre Länderkollegen zugehen. Ich sage es mal in der Deutlichkeit, weil es mich ärgert. Dieses Mimi der Landeskultusminister und mancher Ministerpräsidenten, das regt mich langsam auf. Bildung ist eine nationale Anstrengung. Wir leisten unseren Beitrag. Ich erwarte von den Ländern, auch von den Ihnen Regierten, dass sie endlich mitmachen beim Startchancenprogramm, dass sie mitmachen bei der Digitalisierung der Schulen, dass sie mitmachen, dass Menschen mehr Chancen haben und besser im Arbeitsmarkt unterwegs sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zum Schluss. Wir müssen natürlich in die Zukunft denken, auch was den Haushalt betrifft. Der Bundesfinanzminister hat gestern zu Recht gesagt, dass es an der Stelle darum geht, Eisberge frühzeitig zu erkennen und richtigerweise zu umschiffen. Der Bundeshaushalt hat nach wie vor und wird in Zukunft eine große Herausforderung bei den demografischen Lasten haben. Das ist nicht die Schuld der älteren Generation, sondern es ist auch die Verantwortung, übrigens auch meiner Partei, die Regierungsverantwortung in früheren Legislaturperioden, zu wenig Vorsorge getroffen zu haben. Aber in dem Zusammenhang fand ich es schon spannend, verehrter Herr Merz, als ich die Zeitung aufschlug und in Bezug auf die gesetzliche Aktienrente, also das Generationenkapital als Vorschlag des Finanzministers, als ich dort las, das seien Hedgefondsmethoden. Weil meine Intuition war,
Hat sich da ein Koalitionspartner irgendwie kritisch geäußert? Nein, das war nicht so. Dann war mir klar, es muss von der Linkspartei kommen. Hedgefondsmethoden, wenn es darum geht, die gesetzliche Rentenversicherung endlich zukunftsfit und enkel zu machen. Hedgefondsmethoden. Wissen Sie, wer von Hedgefondsmethoden gesprochen hat, wenn wir über das Generationenkapital sprechen? Also die zentrale demografische Herausforderung, die Frage, ob Menschen in Zukunft in Würde altern können und die Beitragslasten nicht steigen. Von Hedgefondsmethoden sprach der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU. Wie weit links sind Sie denn gerückt an dieser Stelle? Es ist unglaublich. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen. Ja, die Linkspartei gibt Ihnen recht. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Abschluss. Meine herzliche Bitte ist, dass wir diese Herausforderung bei der Bürokratie, bei der Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes, auch bei der Bildung gemeinsam anfassen. Wir haben erste Schritte getan bei der Entlastung der Mitte, beispielsweise durch das Inflationsausgleichsgesetz. Aber eine Chimäre funktioniert nicht. Wir halten die Schuldenbremse richtigerweise ein. Das werden wir auch in den kommenden Jahren tun. Aber bitte, und auch da meine herzliche an die CDU-CSU, hören Sie auf, in einem Land, das die höchsten Steuern hat, über Steuererhöhungen zu reden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Spitzensteuersatz, ich sage das deshalb in der Deutlichkeit, weil Sie ja selbst mittlerweile gegen vermeintlich Reichere polemisieren. Der Spitzensteuersatz in Deutschland ist bei der Einkommensteuer in aller Regel die Unternehmenssteuer für kleine Unternehmen, für Einzelunternehmer und Personengesellschaften. Das sind 2,4 Millionen Menschen, die für Jobs sorgen, die jeden Morgen ranklotzen. Die zahlen den ernsthaft in ihrem Konzept auf 57% faktisch erhöhen zu wollen, ist ein Unding. Das ist das Gegenteil von Leistungsgerechtigkeit. Wir stehen für Leistungsgerechtigkeit in dieser Regierung. Ich danke Ihnen. Für die Unionsfraktion hat das Wort Alexander Dobrindt.